Ein herzliches Hallo und willkommen. So, wir haben ordentlich Probleme. Und müssen hier erstmal. Wer ist er? Ja, komm, mach hin. 2000. Okay, da kommen jetzt richtig viele Armeen zusammen. Ich weiß nicht, warum er ihn angreift. So, jetzt wird gleich die. Alter, was? Er verliert? Okay, jetzt wird gleich eine Massenschlacht geben. Aber ich muss ihn unbedingt unterstützen. Komm schon. Okay, das wird jetzt eine richtig dicke Schlacht. Aber er ist halt der. Oh, fuck, Alter, weil er der Anführer ist. Ach, Kacke, Alter. Jetzt habe ich auch noch die erste Schlacht schon verloren. Oh, komm bitte zu mir. Wo lauft ihr denn hin? Oh Mann, ey. Oh, wo lauft ihr denn hin? Hier ist der Krieg. Jetzt splitten die ihre scheiß Armeen wieder. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo lauft ihr denn hin? Jetzt unbedingt Aufgebote organisieren. Alter. Muss mich unbedingt. Ich muss unbedingt die Schlacht anführen. So, kommt mal alle her, bitte. Alter, 6000. So, da werden irgendwelche Bauern niedergeschlagen. 700. Können wir uns hier bitte irgendwo alle vereinen? Kommt mal her, bitte. Nicht beeinflusst. Schlacht. Ach, Alter, 5000. Komm, rein. Ah, ich werde knapp verlieren. Wo gehst du denn hin? Bist du denn bescheuert? Komm doch in. Ach, das ist so unfassbar schlecht. Diese KI. Oh, ich krieg einen zu viel. Wieso läuft die denn? Wieso läuft die denn nach da hinten? Gefährliche Fraktion. Nächste Unabhängigkeit. Alter, das ist doch. Was war denn das? Und warum habe ich so verdammt wenig Armee? Was kostet mich das? Krieg. Wo ist denn? Alter, könnt ihr jetzt mal bitte runterkommen? Da oben sind knapp 6000 Leute noch. Oder 5000. Alter, ich mach euch kaputt. Kommt jetzt hier runter. Alter, das. Wollt ihr mich denn verarschen? Was macht ihr denn da oben? So, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Alter, hier ist nur Krieg. So, kommt bitte her. Jetzt laufen die wieder da oben hin. Nächste Monsterschlacht. Okay, der hat auch gerade richtig selbst zu tun. Kann dieser. Alter, der hat hier auch richtig Struggle. 3000. Okay, ich kann aber jetzt hoffentlich. Scheiße, Alter. So, ich muss jetzt einen nach dem anderen. Oh, 50% schon. Ratsmitglied ist gestorben. Oh Mann, ey. Mein Spitzel. Ah, Conti Hähne. Ich nehme erstmal sie. Komplotte stören. Ich mache auch gar keine Komplotte gerade.
auch nicht so das Wahre. So, Vasallen. Ist irgendjemand noch nicht auf meiner Seite? Viele. Dann werden wir ihn beeinflussen. So, ich sammle mich wieder. Stein aus Glas. Ja, ich muss unbedingt hier Anspannung verlieren. 4000 noch. Umasi wird belagert. Wenig Kontrolle. So, ich glaube, er hat da oben... Alter, der hat auch immer noch richtig zu tun. Fachkundiger Ratsverwalter, ermutigte Verbesserungen. Ja. Nein. Kannst du durchs Land laufen. Die Macht der Heiligen Schrift. Tapferkeit geht. Ihr erhielt Frömmigkeit. Frömmigkeit. Okay. Was ist er denn? Ehrgeizig, ehrlich, ungeduldig. Ehrgeizig. Okay. Schwester Konar ist verstorben. Ratsmitglied ist verstorben. Okay, ist auch nochmal ein Vasall. Ich mache jetzt erstmal so provisorisch. Einen nach dem anderen. Ich verliere gerade richtig Menschen. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein klein bisschen besseren Vorteil. So, komm bitte her. So, jetzt jagen wir die Jungs. Wenn er sich bitte dazu entschließen würde, mir beizustehen. Ich weiß nicht, was die Leute machen. So, Unterstützung ist willkommen. Ihr hört euer Ränkespiel um 2. Um 2. Jetzt haut er nämlich schon ab, weil er sieht, jetzt gibt's auf den Sack. So, komm. So, jetzt geht's los. Erste Schlacht gewonnen. Kann ich meine Armee bitte haben? So, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Feinde jedes Mal herkommen. Wahnsinn. So, komm. Nächste Schlacht. Gut, die wird er verlieren. Aber wir werden schnell dahin rennen. So. 26% nur noch. So, nächste Schlacht gewonnen. Meine Entschlossenheit. Ehrgeizig, okay. So, zusätzliche Steuern. Super. Da oben sind noch Feinde. Alter Schwede, wo die ganzen Feinde herkommen. So, ich werde jetzt hier mal nach und nach die ganzen Truppen zerstören. Jetzt bin ich auch wieder im Vorteil. Savadu wird belagert. Da ist eine nächste Schlacht. Die kriegt er aber richtig um die Ohren gepfeffert. So, ach, endlich geht's ins Positive. So, und jetzt kann ich meine Armee auch aufsplitten. Ich habe nur 3000. So, du nimmst mal hier die erste Stadt ein. Und mein anderer Amigo, der jagt weiter gegnerische Truppen. So, Kantschaft wurde gefangen genommen. Warte, hör auf wegzurennen. So, Motten entdeckt, sehr schön. Ah, dann machen wir als nächstes Stadtplanung. Noch 12 Jahre. So, jetzt habe ich ihn. Nächste Schlacht gewonnen. So, dann nehmen wir die Stadt hier ein. Alter Schwede. Ist das ein Kackkrieg? Komplott bei Hofe. Abba soll getötet werden. So, wir verlieren 50. Erhöht Bildung um 1, ist okay. Wir setzen ein. Humbles wird unser Rivale. Oh ja, wir kriegen nochmal Frömmigkeit. Ich glaube, wir können unseren Glauben bald
reformieren. So, Oyo wird belagert. Sucht ihr doch gar nicht, dass hier irgendwelche Gegner sind. Wo ist denn eigentlich der Rest? Ja! Da! Oh! Ein Glück! Endlich ist dieser scheiß Krieg vorbei. Alter Ewe, wer bist denn du? Er hat halt einfach 5 Verbündete. Oh Gott. Ein Glück ist dieser Krieg endlich vorbei und ich habe ihn sogar noch gewonnen. So, Kong ist auch richtig am struggeln. Unterwerfungskrieg. Und zwar gleich mal 2. Oh, und ich kann mich erstmal ein bisschen erholen. So. Okay, da wechselt jemand die Kultur. So, jetzt können wir uns erstmal wieder ein bisschen sortieren. Also. Unsere Champions. Wir haben arg gelitten, was die Champions betrifft. Richtig. 13 Leute. 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 6 gute nur noch. Der beste ist nur noch eine 25. Und die sind halt alle schon im gehobenen Alter. Okay, also ich muss unbedingt... Ich muss mal Champions einladen. Nee, ich gehe auf eine Pilgerreise. Ja. Ich muss jetzt hoffentlich die Frömmigkeit zusammenkriegen. So, dann werden wir neue Menschen... Oh, ich habe keinen Arzt mehr. Das ist ganz schlecht. Dann brauchen wir jetzt erstmal neue Menschen. Ich muss wieder heiraten lassen. So, da ist irgendjemand schwanger. Gut, unser Hof ist auch sehr übersichtlich geworden. Aber so ziemlich alle mögen uns wieder. Das ist schon mal ein Vorteil. Gut. So. Ich hätte gern erstmal eine Ärztin. Irgendeine. Kann Jungärztin sein. Sehr schön. 34 Jahre alt plus intelligent. Die würde ich sogar sofort nehmen. Okay. Ja, ich glaube, die Jungärztin nehme ich schon mal. Jire. Dann holen wir uns neue Krieger. Oh. Gibt's hier auch... Oh. Gibt's hier einen... Mann. Arzt? Schreibt man so. Angesehen leider ja keiner. Normaler Arzt ist auch keiner. Und die Jungärzte sind mir zu alt. Okay, dann gehen wir, fruchtbar muss er nicht sein, auf neue Krieger. Okay, ein 24er. 20er. Okay, den würde ich gern verheiraten. Und zwar mit ihr. Oder mit ihr. Höfling von euch. Matrilinear. So, dann haben wir nochmal einen 24er Krieger. Riese am Start. Er ist eine 3. Oh, aber Ränkespiele eine 19. Gut, die sind aber auch alle wieder gut geworden. Okay, ich brauche mindestens nochmal einen guten Gebildeten. Gardia könnten wir uns holen. Können wir mal kurz gucken, ob es hier innerhalb muss männlich sein und muss das haben. Alter, eine 40. Und zwar irgendeiner. Kann ich nicht auch niedere Geburt? Okay, eine 23. Bischof von Barcelona, krass. Hof-Imam Habil von Farama. Dann haben wir hier noch einen Amri. Die sind aber auch alle nicht so krass, ne? Hofschamane. Ich gehe auch schon wieder voll auf das Falsche. Kann das... Nee, ich gehe voll auf das Richtige. Kann ich den mir anheiraten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, wird nicht annehmen. Was mit dir? Wie alt bist du? 41. Würdest du sie heiraten? Überhaupt gar nicht. Super. Oh, ich habe auch noch etliche Gefangene. Gut, dann müssen wir die erstmal auslösen. Vielleicht finden wir hier noch jemanden.
Okay, naja, 4 Gold, besser als nichts. Wird unser Knast mal wieder frei. Du wirst einfach nur bekehrt. Du kannst bitte auch einfach raus. Ein 13er Krieger. 37 Jahre, den könnten wir eigentlich mal bekehren. Also nicht bekehren, sondern rekrutieren. Und Ansprüche wieder abschwören. Du bist eine Frau, ne? Ja, dann würde ich dich gerne auch rekrutieren. So, machen wir erstmal einen nach dem anderen. Wie gesagt, wir müssen uns erstmal ein bisschen erholen. Höfling, okay. Höfling von euch. Hier suchen wir erstmal einen neuen Ehepartner. 19. Oh, der Philosoph. Da habe ich immer ganz böse Erinnerungen. So, dann holen wir uns aber mal den Philosophen. So, sie wird Höfling. Warum auch immer. Lösegeld. Sehr gut. Der wird direkt mein Höfling und Rivale von euch. Schön, dass ich den jetzt geholt habe. Okay, hat auch noch ein paar Ansprüche. So, Garna W. kommt mit. Achso, Hofärztin, ja. Wo ist denn die? Hier. Erstmal Bekehrung, bitte. Und dann wirst du Hofärztin. So. Sehr schön. Eine 34-jährige Hofärztin kann ich voll mitleben. So, stattlicher Mann, vererblich. Garmuju Humbles, Enkel, Gast und Mündel von euch. So, dann weiter. Teller Lambda. Geht raus. Bekehrung, tschüss. Mella Lambda auch raus. Ansprüche abschwören. Prinzessin. Prinzessin Gamila von die Abadid Sultanat. Gibt's nicht mehr. Warum auch immer. So, oh Alter, die sind doch schon ein paar Jahre hier drin im Knast. Fliegst auch raus. Bekehrung, tschüss. Keto Oduwu. Alter, der hat auch einige Ansprüche. Würde mir aber noch Geld bringen. Du schwörst erstmal deine Ansprüche ab. Deinen. So. Du bist eine Frau, ne? 40. Die will ich gerne rekrutieren. So, du hast auch einige Ansprüche. Okay. Dann Ansprüche abschwören. Abfahrt. Und... ja, okay. Nur bekehren. Tochter. Höfling von Blablub. Wandernd. Höfling von Blablub. Wandernd. Tschüss. Wandernd. Tschüss. So, Knast ist wieder leer, ne? Sehr schön. Oh, was? Ein erfahrener Arzt? Gescheit. Wo steht denn da? War ja nicht gerade ein erfahrener Arzt? Ah, okay, er hat einfach Bildung 18. So, der Philosoph wird mein neuer Oberschamane. Pilgerreise, verirrt. Okay, verliere ein bisschen Kneter. Oh Gott, ich hoffe, dass ich meinen Glauben reformieren kann. Dann können wir auf die, in die nächsten Schritte gehen. Man muss immer noch Aufgebote organisieren, ne? Ja. Plus 246 im Monat, sehr schön. Nichte wurde gefangen genommen. Warum ist denn das jetzt auch Kong? Wieso übernehmen die denn immer wieder meine Sachen? Die Ankunft. Okay, ihr erhaltet und ich erhalte die Eigenschaft Pilger und in Fußstapfen meiner Ahnen.
4200. Ich kann meinen Glauben reformieren. Wie alt sind wir? 61. Oh, fuck. Ich darf mir bloß nicht zu viel Zeit lassen. Wenig Kontrolle. Oh, ich muss unbedingt auch meine Anspannung verlieren. So, wir können Bündnisse auswählen. Mit Dabu und mit Oberbono. Titel schaffen. Naja, habe ich kein Geld. Krieg erklären. Reich verliert an Land. I know. Men Mee soll getötet werden. Und hier wollen noch ein paar Arztposten. Gute Kronti-Hähne. Hier setzt Dings ein. Kann ich aber machen. Und Afolabi gewinnt nochmal ein bisschen Zustimmung. Die Rückkehr. Pilgerreise endet. So, wir haben 4200. Ah, Blutlinie weinen. Nee, Quatsch. Hier muss ich hin. Reformieren. What? Wieso nur 2000? Nein! That's not true, oder? Scheiße, wieso kann... Oh, das hätte ich mir vorher mal durchlesen sollen. Also ich brauche 3 heilige Stätten. Ich besitze gerade 2. Das gehört Jenne? Okay, Jenne ist dran. Die haben zwar einen Verbündeten, aber die schnappe ich mir jetzt. So, Grafschaft erobern. Truppen sind okay. Jetzt habe ich zwar nicht geguckt, mit wem der verbündet ist. Ja, okay, mit unserem Lushi-Boy. Gut, dann... Sammelpunkt gesetzt. Armeen ausheben. Verbündeter tritt Krieg bei. Alles gut. So, er marschiert schon mal direkt auf meine... Ländereien zu. Befehlshaber habe ich doch bestimmt einen besseren, oder? Ja. Anstifter entdeckt. Mein Champion Bilal. Beendet das Komplott. Okay, den holen wir ein. Oh, Jenna hat aber auch ordentlich gelitten in den letzten Jahren. Meine Tochter Menme hat Arway zur Welt gebracht. Ah, unser Champion Kronti Hene wurde verstümmelt. Wissen des Hofarztes erhöht. Sehr gut. Mit 34 jetzt schon Ärztin. Neffe wurde gefangen genommen. Nichte freigelassen. Unser Champion konnte verstümmeln. Mein Bruder Dwayne ist verstorben. Oh, ich habe noch mehr Anspannung erhalten. Fuck, Alter. Warum habe ich denn meine Armee schon wieder gesplittet? Why? Warum ist denn meine Armee gesplittet? Wer bist du denn? Neutrale Armee, Bauern. 11 Monate. So, komm, hol ihn ein. So, da habe ich ihn jetzt. Man hat den etwas besseren Kriegsfürsten. Oh, also ich gewinne ganz knapp. Aber das war keine gute Schlacht für uns, weil wir kein Kriegsvolk dabei hatten. Euer Ruhm ist weiterhin bekannt. Okay, hier findet irgendeine andere Schlacht noch statt. Nochmal zusätzliche Steuern. Jetzt hat er sich noch Söldner gekauft. 8 Monate noch. Okay. So, das läuft. Ihn lasse ich jetzt einfach mal frei gewähren. Ich weiß auch nicht, wo er hinrennt. So, wir vereinigen mal unsere Armee. Oh, nee, nee, nee. Nicht in Krieg, bitte. Nicht. Ja, danke.
3-8. Ja, vereinigt euch hier. Ja, alles egal. Ich will erstmal deine Stadt einnehmen. 5 Monate noch, dann haben wir's. So, wir schauen in der Zwischenzeit. Geniermann. Wow. Ernsthaft? Geniermann? Wow, das ist also wirklich ganz schlecht übersetzt. So, wie gesagt, ich muss unbedingt Anspannung verlieren. Treuherzig, ja. Dann machen wir jetzt ein Festmahl. Für 100. So, damit haben wir schon mal wieder... Oh Gott, ich muss auch so viel Anspannung verlieren. Okay, wir bekommen ein bisschen Prestige. Dann machen wir danach auch direkt eine Jagd. Das Dilemma, sehr gut. Hier kommt einer Freundschaft näher und wir kriegen ein bisschen Anspannung weg. Okay, Ghana ist noch größer geworden. Okay, Festmahl endet, bla bla. Das hat aber auch nicht viel gebracht. So, mystische Kommunion abhalten. Ihr erhaltet Bildung, göttliche Führung. Ja, das kann ich eigentlich locker mal machen. Ihr werdet mich in erstarrter Ekstase in Gegenwart von Nyame begeben. Göttliche Führung, Kriegsführung, Bildung und Anspruchszuwachs, Anspannungszuwachs minus und Anspannungsverlust plus. Ah, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Mystische Kommunion. Etwas stimmt nicht. Meine Kommunion mit den Göttlichen war in letzter Zeit anders. Ich spüre keine Ekstase mehr. Stattdessen schwächt sie mich immer mehr. Heute bringe ich kaum noch die Kraft auf, mich aus dem Bett zu erheben. Ihr haltet die Eigenschaft krank. So, tut nur das Nötigste. Krank ein wenig besser. So. Gut, dann als nächstes eine Jagd veranstalten. Verlieren wir direkt 34 Anspannung. Ah, jetzt sind wir genau bei 100. Oh, kacke. Ein Punkt muss noch weg. Oh, neuer Lebenswandel. Oh, ich habe 3 Punkte noch. Ja, ich war halt so damit beschäftigt. Meinung Reichspriester plus 50. Frömmigkeitsstufen Auswirkungen 100. Ganz vergessen, das aufzuleveln. Okay, ich weiß nicht, wo er hin will. Ihr haltet 75 Anspannung, weil ihr zufrieden seid. Okay, wir reiten weiter. Alter, ist denn diese... Weithin bekannt. Okay, wir bleiben dran. Okay, wir haben es gleich geschafft. So. Forderung erzwingen. Armee auflösen. Den Knast säubern. Okay, sie hat kein Geld, sie hat nichts, sie hat... Schwarzdruckmittel. Okay. Und ich habe eine zu viel. So, das ist aber alles Jenne, also kriegst du das dazu. Sehr schön. So, Meinung erhöhen. Verbrecher können eingekauft. Bilali? Nee, will ich nicht. So, Glauben reformieren. Das bringt mir noch Anspannungsverlust. Nee, Arzt suchen ist Quatsch. Ich habe ja einen. Ach, ich muss unbedingt Anspannung verlieren. Kong geht mir richtig auf den Sack. Ah, Kong führt Krieg gegen Toro. Krass. Was sind hier für Ansprüche? Ich könnte ihn unterwerfen. Einfallen in Königreich. Für 750 könnt ihr mir sogar locker leisten. Und wir könnten Toro einnehmen. Oder Toro. Nicht Toro. Kong.
mit der Fraktion? Wen beeinflusse ich denn gerade eigentlich? Ihn. Er ist auch mit dabei, ne? Ja. Wie weit sind wir da? 9 Monate noch. Ich will erstmal ihn auf meine Seite holen. So, könnte annehmen. Druckmittel habe ich nicht. So, dann Glaube. Reformieren. Willentliche Besessenheit ist nicht erlaubt. Ach so, das ist das, was ich hier ändern wollte. Gut, also, wir können uns jetzt unseren Glauben reformieren. Oh Gott. Also, wir haben Ahnenverehrung. Oh Gott, jetzt geht's los. Aber das mache ich in der morgigen Folge. Dann kümmern wir uns um die Reformation unseres Glaubens und dann stehen uns neue Möglichkeiten zur Verfügung. Ach, ein Glück habe ich das noch in der Herrschaft von Kpakela von Akan. Haben wir das noch geschafft. Super. So, Kriege haben wir gerade gar keine. Freut mich. Können wir unsere Armeen mal ein bisschen aufstocken. Es geht zwar gefühlt überhaupt gar nicht vorwärts, aber... Naja, ne? Aktuell sind wir auch noch nicht... so dringend davon abhängig. Wie viel gibt uns unsere Frau? 5. Ja, müssen wir leider lassen. So, uns geht's selber... Och, Alter, der Typ ist so krass. Maßvoll, gesunder Körper, gesund, gelinderte Krankheitssymptome, Schwertmeister, Kräuterkundler, eiserne Konstitution. Also wenn der nicht mindestens 80 wird... Dann weiß ich nicht, wer sonst 80 wird. So, Feierabend, so. Und bis morgen. Tschüss.